Läuft schon? Sind wir schon da? Ja. Wunderbar. Okay, also, da vorne, geradeaus vor uns, da fahren wir jetzt zum Beispiel auf so einen Kreisverkehr zu. Wenn man in so einen Kreisverkehr reinfährt, dann hat man keine Vorfahrt, wenn das Verkehrszeichen da oben hängt. Es gibt in Deutschland auch Kreisverkehre, wo das Verkehrszeichen nicht hängt. Da wäre dann rechts vor links. Da machen wir dann auch nochmal einen Block zu. Wir gucken uns das mal an. Guck mal, wir fahren jetzt hier nochmal ran an den Kreis. Der Kreisverkehr ist ziemlich groß. Da macht man das am besten, dass man den mit dem zweiten Gang anfährt. Den haben wir drin. Und jetzt kann ich eigentlich Kupplung und Gas kann ich loslassen. Und dann gucke ich erstmal da links so, kommt da keiner? Dann kann ich hier reinrollen. Wenn ihr so ganz am Anfang fahrschulmäßig unterwegs seid, dann ist es ganz cool, wenn ihr erstmal kein Gas gebt. Der Wagen fährt von alleine. Ich weiß, kann man meine Füße hier, sieht man das? Wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr immer noch Gas geben. Man blinkt erst beim Rausfahren. Ja? Also wenn man hier raus will, dann jetzt den Blinker anschmeißen. Und dann können wir hier rausfahren. Okay? Jetzt geht hier noch so ein Fahrradweg her. Sieht man den? Ja. Das heißt, da muss man einmal noch mal so einen Schulterblick zur Seite machen. Aber da ist keiner, ne? Wunderbar. Und dann kann man hier raus. Den Schulterblick dürft ihr nicht vergessen. In der Prüfung wird es dann problematisch. So, pass auf. Da vorne ist gleich so ein Mini-Kreisverkehr. Also so ein ganz kleines Klicks-Ding da. Den fährt man am besten mit dem ersten Gang an. Also ziemlich langsam, ja? Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, dass die Autos einfach da drüber fahren. Das darf man nicht machen, ja? Ich glaube, 15 Euro kostet das. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das richtig geht. Guck mal, jetzt sehen wir hier vorne den Kreisverkehr. Der ist ziemlich klein. Pass auf. Und dann nehmen wir den ersten Gang. Zack. Dann checkt man aus. Jetzt gucken wir, wenn wir hier nach links gucken, da kommen sogar welche. Seht ihr die? Der blinkt. Das heißt, der will da raus. Und jetzt sieht man schon, wie groß der Kreisverkehr ist. Nämlich gar nicht. Und dann einfach erster Gang. Und dann kann man hier schön langsam durch. Da braucht man dann auch keine Paranoia haben, dass man da irgendwie die Kurve nicht kriegt oder sowas. Dann blinken wir hier, zack. Und dann wieder da, so Schulterblick fahrradmäßig. Und dann sind wir schon wieder raus. Wir fahren den jetzt nochmal an und dann zeige ich euch einmal, wie man das nicht richtig macht. Ja, jetzt am Ende habt ihr ja gesehen, wie man es nicht macht. Ja, also da so schräg über den Kreisverkehr ist nicht cool. Also große Fahrzeuge, die nicht anders können, wie Busse oder was weiß ich, so große Wohnmobile oder LKWs, die dürfen da drüber rasieren. Aber wir hier mit einem normalen PKW nicht, wir müssen halt drum rumfahren. Ist halt so, ja? Und ich glaube, dann haben wir alles auf den Schirm. Okay, verstanden? Verstanden. Sehr gut.